Hey du! Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, und da wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Nachdem ich Pfeile hergestellt habe und ein paar Feuerpfeile und gebraten habe, man kann das ja hier auch sehen, und ein paar Fleische gebraten habe, möchte ich bei Finko nochmal so ein bisschen Zeug hier verballern. Was ich nicht haben möchte. Wie zum Beispiel, fangen wir mal mit dem Offiziersdegen an. Zack. Wir wollen ja schließlich auf 1000 Gold kommen. So, grobes Schwert. Dann haben wir hier noch einen Degen. Das lassen wir mal. Rostiges Schwert. Eine Spitzhacke kann ich entbehren. Was haben wir hier? Das Zeug. Ja, 949. Was können wir eben noch vermachen? Eine Sichel geschärft, eine kleine Sense geschärft. Irgend noch was, was wir ihm verballern können. Ach, die ganzen Alkoholiker brauchen wir nicht. Echter Seemannskork zum Beispiel. Weißer Rum, Bubu. Lass mal einen da. Sieht gefährlich aus. Haha, das wäre lustig. Es wird ein bisschen Bier. Bier brauche ich nicht. Wacholder brauche ich auch nicht. Nur eine Fischsuppe. Na, ist nicht so wertvoll. Was rum lasse ich mal. Ja, ein bisschen Milch. Und ich glaube, ich werde noch hier auf eine Waffe verzichten. Und zwar die Bartaxt. Bringt mir ein bisschen was ein. Ja, dann haben wir 126. Ich meine 1126. Und auf geht es zum alten Innersschrein. Da bin ich mal gespannt. Denn ich muss ja schließlich mein Schwertchen hier segnen. Dieses hier, das, was hier gerade da ist. Paladinschwert, das muss ich ja segnen am alten Innerschrein. Und das werde ich dann auch wieder raffen. Und falls zwischendurch auf dem Weg dahin was passieren sollte, ich blende mich ein. Ich blende mich hier ein, weil ich habe hier was gehört. Ich habe hier was gehört hinterm Wald. Ach so. Ach, hier gibt es wieder ein bisschen Fleisch. Okay, wenn es weiterhin nichts war. Ein Steinhaut-Morad. Also ich gehe mal wieder hier zum Wasserfall hin. Der sollte eigentlich irgendwo hier in der Nähe sein. Da sind meine Jäger. Sind das jetzt die Jäger oder was ist das? Müssten die Jäger sein, ne? Ja, da sind sie. Weil ich habe nämlich auch schon gesehen, dass es hier in der Nähe irgendwelche. Na, was soll ich sagen? Ein Orklager gibt. Ein ganz fieses, böses Orklager. Ich melde mich wieder. Nachdem ich hier wirklich wieder rumgesucht habe ohne Ende, bin ich anfangs in die falsche Richtung gegangen. Ja, und ich muss ja durch den Sumpf. Ich habe nochmal nachgelesen. Und da war ja auch hier dieser Höhleneingang. Oh, spannend. Wo wir dann zu diesem alten Innos-Tempel kommen. Oder die alte Innos-Ruine. Ja, genau. Das Treppchen hoch. Steht auch da. Ja, und dann lassen wir uns mal das Schwertchen segnen. Hat sich hier was Neues gebildet, gespawnt oder so? Kann ja sein. Ja, da haben wir schon das gute Stück. Ja, die Fallwolke ist noch unten. Hehe. Ups, nicht stolpern, Roland. Nicht stolpern. Ein bisschen weitergehen. Ja, okay. Ein bisschen hängen geblieben dort. Ja, es ist regnerisch. Oh, ist ja gut. Krächz, krächz. Ja, und da ist dann auch dieser schöne Schrein. Die Enos-Statue. Und ich habe ja über 1000 Gold. Also. Schwertwein. 1000 Gold. Erfahrung 400. Schön. Dann gucken wir jetzt auch mal, ob es einen Eintrag gab.
Nee, nicht die Orkflotte, sondern die Klinge des gefallenen Paladins. Nee, ist noch nichts. Jo, dann gucken wir mal unsere Waffe an. Ist die geweiht jetzt? Hä? Gesegneter. Ach so. Muss ich wieder anlegen. Ja, natürlich. Wow. Der ist jetzt gesegnet. Okay. Ah, okay, kein Effekt dabei. Schade. Tja, wahrscheinlich haben sich einige gefragt, mein Gott, ist der dull. Wieso nimmt er nicht einen Teleportstein zum alten Innos-Tempel? Ja, gut, okay. Vergibt mir meine Vergesslichkeit. Aber dafür werde ich jetzt zum Teleport, zum alten Steinkreis gehen. Werde ich jetzt direkt da reingebeamt oder was? Oder wieder was? Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Oh, weia. Nee, die 8 muss ich haben. Hier, los, komm. Oh, gleich in die Arme rein. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Genau richtig. Bevor er überhaupt was machen kann. Wow. Abraxas erledigt. Oh, ein Zauberstab. Schaden 55, Mana-Bonus 20, benötigtes Mana 2, Handwaffe. 2 Handwaffe. Schaden 55, ein schöner Zauberstab. Ja, das ist doch cool. Das ist eine coole Sache. Abraxas ist erledigt. So, dann werde ich nochmal zurückkehren. Und zwar in die Richtung, wo wir hergekommen sind, weil ich habe ja schließlich da auch noch so ein Waldgolem stehen lassen. Und da war auch noch eine Höhle mit ein paar Goblinen drin. Ja, hier haben wir unsere gesegnete Waffe. Vielleicht kann ich ja den Waldgolem erledigen oder schneller erledigen mit der gesegneten Waffe. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, ob das so fix geht. So, irgendwo muss er sein. Waldemar Golemar. Wo bist du? Los, komm, stampfe. Du musst hier irgendwo sein, das weiß ich. Hier ist die Höhle mit den Gobos. Ja, da ist er schon. Da ist er. Hä? Ich hab da eine Golem-Rüstung angehabt. Mit was hat er mich denn jetzt wieder nass gemacht? Ja, das ist ja ein richtiges Spiel für Frauen eigentlich auch, ne? Weil ich habe mich wieder vergessen umzuziehen. Ah, jetzt mal die schöne Abendkleidung anziehen. So, dann kann ich auch gegen die Gobos bestehen. Ja, damit, falls ich wieder sterben sollte. Muss ich halt einmal hier rum. So. So, gucken wir mal, wo seid ihr denn? Hier seid ihr ja. Okay. Oh, wie viele sind es denn? Erstmal 3 Stück. Na, kriege ich euch einfach so? Ich weiß es nicht. Feuer. Nope, Sir. Mach ich's anders. Ist ja auch viel zu riskant alles. Geschärften Pfeil, Feuer. Ach, ich nehme mal einen Feuerpfeil. Dann werde ich es von da aus mal ein bisschen. Gucken, ob ich schon treffen kann. Nee, der. Och, Mann, jetzt kommst du auch noch an. Nicht gut. Nicht gut. Wieso? Okay, er schreit. Das heißt also, er hat die Verfolgung wohl abgebrochen. Aber das nervt mich jetzt. Warum bin ich jetzt... Ich hätte doch... Oh! Schön. Ein treuer Piratengoblin hat mich verfolgt. Oh, das gibt auch mal wieder ein bisschen Material. Ach ja. Jetzt stehe ich hier vor der Höhle. Der Golem ist noch da drinne. Passiert hier nix? Bin mal gespannt. Okay. Dann werde ich es wagen. Ich werde es jetzt einfach mal wagen. Aber du wirst ja wohl... Ja, genau.
Und da hinten kommt er jetzt mal ganz langsam wieder raus, dieser Waldgolem, und hat mich schon erspäht. Jo. Sag mir. So. Da bist du. Okay, das wird natürlich wieder eine müßige Angelegenheit. Aber mal. Mensch, verwandel dich doch endlich zu Holzscheiben. Ja, also. Jetzt hat er sich zu Holzscheiben verwandelt. Und zwar zu 3 Stück. Der Waldgolem. Och, das war mal wieder eine Aktion. Aktion Waldgolem am Steinkreis. Jetzt kommt noch die Aktion Piratengoblins. In der Höhle. Schon mal einer. Genau. Lass mal auch mal kommen. Der andere ist noch nicht. Der andere ist noch nicht. Zack. Eben kurz Seitenausfallschritt gemacht und schon erledigt. Gucken, ob das mit den nächsten auch so gut klappt. Bin gespannt, was man hier in der Höhle finden kann. Ah, hier gibt es einen schönen Stein. Da kann man eventuell... Na, da ging das nicht so gut. Mit dem Seitenausfallschritt. War ein bisschen verwundet hat er mich. Altes Entermesser. Wenn wir noch irgendwelche Goblins sind. Hm? Die waren wahrscheinlich irgendwo da hinten. Ja, ich höre sie schon. Quick, quick. Ah, da. Okay. Und einen alten Säbel. Ah, ein altes Entermesser. Ah, ich muss unbedingt was essen. Ah, ein bisschen Fleisch. Auf sie mit Gebrüll. Okay, es kann noch 3 Stück erkennen. Oh, da hinten geht's runter. Ach, das ist wahrscheinlich die Bucht, wo wir die Flöße gesehen haben. So sehe ich das. So sehe ich das. Na, schwarzer Goblin. Ach so, das da ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Pirat und schwarzer Goblin. Deswegen auch so unterschiedliche Schadensanzeigen. Na, der tanzt da ums Feuer rum. Oh, das ist, der sieht irgendwie anders aus. Das ist ein Piratengoblin. Das ist ein Piratengoblin. Zwar mit einem irgendwie einen alten. Ja, genau, richtig. Oh, Alter, der ist gut drauf. Okay, aber dafür haben wir. Nee, vielleicht sollte ich erstmal was essen, liebe Leute. Und so. Nee. Oh, Trank der Geschwindigkeit. Ich Dummkopf. Naja. Wenn man so aufgeregt ist vor lauter Piraten, dann werde ich jetzt mal nicht abspeichern. Einfach mal hier auf sie mit Gebrüll gehen. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, jo, das ist eine ganze Meute, ist das. Ach, du liebes Lieschen. Nee. So schnell schießen die Preußen auch nicht.
Okay. Muss ich mal gucken, ob es irgendwo noch einen steilen Stein gibt. Hallo? Trifft er nicht. Okay, das wird übelst. Na, rauslocken hier. Trank der Geschwindigkeit noch ein bisschen nutzen. Oh nee. Hau ab! Oh, ich habe ja wieder was eingesackt. Okay. Bist du noch da? Ja, ich höre sie noch. Ah, hier, glaube ich, hier hoch. Nein! Ab hier geht's wieder weiter. Und zwar mit den anderen beiden Gobos am Lagerfeuer, die so lustig hin und her tanzen. Nicht wahr? Ah, das ist natürlich jetzt... Ah, okay. Will ich mal irgendwie hier mal ums Eck gehen. Okay. Hier ist nur noch einer. Ach, der wird hinterm Stein sein. Der wird hinterm Stein sein. Wo bist du denn? Da, genau richtig. Aha. Okay. Nicht zu holen. Mühsam ernährt sich der Goblin-Pirat. Okay, ich habe wieder ein bisschen Schaden abgekriegt. Ich sollte doch was essen und nicht dumm herumspeichern. Obwohl dumm ist das nicht. Werde ich danach machen. Denn so wie ihr das denke, gibt es da hinten jede Menge Gobline. Gucken. Jetzt versuchen wir es mal mit dem Feuerpfeil. Ah, ist eine ganze Meute da hinten, meine Herren. Hm? Ja, nee. Kann ich hier irgendwo hoch? Ja, natürlich kann ich hier hoch. Gucken wir mal. Ob das klappt. Na, wo willst du hin? Jawohl. Er brutzelt da vor sich hin, der Goblin-Pirat. Okay, zwei Feuerpfeile. Dann nehmen wir mal hier. Genau, richtig. Im Sprung. Im Sprung erledigt. Gucken, ob ich den Rest auch so schaffen kann. Nicht zu holen. Hier gibt es doch noch Messertjes, oder nicht? Ah ne, das ist nur... Das ist nur ein bisschen Flavor. Deko am Goblin-Piraten. Oh, was ist denn das da? Okay, hier gibt es... Was steht hier? Goblin-Skelett erschaffen, kleiner Lederbeutel? Eine Kiste mit Proviant. Hört sich gut an. Goblin-Skelett erschaffen, Licht. Wasserfaust. Mhm. Nein. Okay. Wie viel bringst du mit? Ah, kein. Okay. Also, Segel ziehen. Oh, auch schnell der Teiltyp da. Goblin-Pirat ist aber auch schnell. Wieso haben die denn nur Säbel mit und nicht mal irgendwie ein bisschen was an Gold? Oh, weia, das ist ja eine Meute. Ja, ich glaube, ich mache was Lustiges. Kommt. Ich hole mir einfach wieder ein paar raus. Ja, da sind sie. Und mache das Ganze wieder auf die Art und Weise. Ja, wunderbar. Wo sind die anderen? Da hinten.
Aber ich höre doch noch mehrere. Wo sind denn die? Ach, da. Ah! Jawohl. So, soll ich es wagen? Ich wage es jetzt einfach mal. Nichts zu holen. Nichts zu holen, nichts zu plündern. Irgendwo was. Ah. Oh, nee, ne? Geht mir meine ganze Taktik flöten. Oh, wieso? Ich kann da nicht mehr hochklettern. Liebe Leute, das ist ja wieder lustig. So, wo war denn jetzt hier dieser Special Stein? Genau, richtig, da ist er ja. Was ne Hatz. Die Goblin Hatz. Na, aber. Ah! Nee, sollte ich mal nicht so machen. Okay. Gibt's noch einen? Nein. Wow. Ich werde mal einen Trank trinken. Da ist nichts zu holen. Na, da hinten ist noch einer. Aber das ist noch ein schwächlicher. Normalos Gobulus. Oh, der hat ein bisschen Gold bei. Das ist gut. So. Hier noch welche nach draußen verirrt. Kann ja sein. Nein. Okay, geht's weiter runter wieder in die Höhle. Oh, 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 oh. Okay, da lauert keiner. Da ist noch einer. An einem einzelnen Lagerfeuer. Ah. Okay. Puh. Da hinten sind auch noch eine ganze Menge. Ach ja. Ganze Menge? Vielleicht sollte ich hier doch mal probieren, ob ich auf den Stein komme und nimm Stein die Kleinen hier. Na, mal gucken. Na, ihr Blöden. Okay, mal gucken. Ah, da hinten ist noch ganz einer, ganz einsam. Läuft. Da ist noch einer. Schwarzer Gobo. Ach, okay, den kann ich ja eigentlich schon mit dem Messer. Wunderbar. So läuft's. Da ist nichts zu holen. So, jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwelche Peoples hier übrig sind. Irgendwelche Gobos. Ja, da hinten am Strand. Aber was leuchtet hier so lustig? Ring der Magie. Und hier sind ganz komische Sachen, wie zum Beispiel ein Aquamarinklumpen. Dann haben wir hier gebratenes Fleisch. Nochmal gebratenes Fleisch. Ah, schön. Ein bisschen was zu essen. So, wie viel seid ihr denn? Ich sehe nur zwei. Gucken. Goblin Pirat. Hm. Sollte ich es wagen? Ja, jetzt. Oh, da hinten ist auch noch einer. Der ganze Strand wird wahrscheinlich voll sein mit Goblin Piraten.
Bei Schwanz Noagu, gebratenes Fleisch. Speichern. Und selber was essen. Ach ja, Fleischschwanzenragout zum Beispiel. Und eine Fischsuppe. Guten Smoothie. Ja, also. Dann. 1, 2. Also einer davon ist ein Piraten-Gorgo. Was liegt denn da in der Möhre? Oh, wieso passiert hier nichts? Mann, hat das geklappt. Nicht gar nicht so gut, wie ich wollte. Mittlerer Lederbeutel. Noch ein altes Entermesser. Rohes Fleisch. Das ist gut, dann habe ich wieder ein bisschen was zum Mampfen. Okay, soll erstmal reichen. Und muss ja nicht mal bis zum Anschlag. So, erstmal hier gucken. Braten das Fleisch. Schneller Hering. Was? Bitte richtig gelesen? Schneller Hering oder habe ich zu schnell gesammelt? Der Seemannskorb sieht gefährlich aus. Schinken, Fisch, Honig. Muss ich nachher mal gucken. Altes Entermesser noch hier. Butlerfleisch. Ja, ein bisschen. Ja, also. So läuft's doch. Hier, Grog. Um. Schneller Hering. Okay, das war ein Getränk. Haha. Oberlustig. Eine Kiste mit Proviant. Nicht zu plündern. Da war aber noch einer daneben. Nicht zu holen. Ja, genau, richtig. Dann wollen wir mal gucken, was in den Kisten ist. Eine Kiste mit Proviant. Flup, flup. Ein Käse, Honig, drei Flaschen Wasser, zwei Brote und Würste. Ja, perfekt. So, und dann haben wir hier noch ein paar Lederbeutel. Das hat geklappt. Das ist wunderbar. Herrlich. Ja, an dieser Stelle mache ich mal ein Tschüssi und werde dann da hinten die restlichen erledigen in der nächsten Folge. Ich sage Tschüss, Goodbye und lasst einen Kommentar dahinter.